Ich schaue gern Donau TV, daraus werde ich besonders schlau. Alle Nachrichten aus einem Tag in einem einzigen Format, das finde ich klasse, finde ich toll, weil man doch alles wissen soll. Also, schalt ein und schau dich schlau. Ich bin Fan von Donau TV. Yeah! So oder so ähnlich kann ein Vortrag beim Deggendorfer Poetry Slam aussehen. Dieser findet heuer bereits zum 4. Mal statt. In den vergangenen Jahren konnte kein Deggendorfer Teilnehmer den Wettbewerb für sich entscheiden. Ein Workshop in der Stadtbibliothek sollte nun Abhilfe schaffen. Wir müssen natürlich die Deggendorfer, damit die konkurrenzfähig sind zu den guten Poeten, die also aus ganz Bayern kommen, konkurrenzfähig machen. Und deswegen findet der Workshop statt. Dafür hat die Stadtbibliothek mit den Schulen des Landkreises kooperiert. Unterstützt wird der Workshop durch das Institut für Kommunikationskultur an der HDU. In 5 Stunden versucht der Workshopleiter Kobilanski, mit den 14 Teilnehmern an das Thema Literatur spielerisch heranzugehen. Ja, wir hören uns Texte an von bekannten Slam-Poeten und arbeiten dann raus, was diese Texte so besonders macht. Also mit welchen Mitteln diese Slammer arbeiten. Und dann versuchen wir eben anhand dieser Techniken, die wir gemeinsam erarbeitet haben, auch eigene Texte zu schreiben. Und diese Techniken können nicht schaden. Auf der Slam-Bühne finden sich nämlich alle Formen der modernen Literatur und Sprachkunst. Von klassischer und moderner Lyrik über Kabarett- und Comedy-Beiträge bis zu Kurzgeschichten ist alles dabei. Die Textvielfalt ist also groß. Ein guter Slammer zu sein, ist deshalb auch nicht ganz einfach. Wichtig ist einfach, dass er schreiben kann natürlich, das ist mal das A und O, aber dass er auch mit dem Publikum umgehen kann. Also es ist so das Gesamtpaket, also einerseits eben muss es ein guter Typ sein, andererseits muss er auch Sachen schreiben, die wirklich berühren können, also die entweder tief gehen oder die lustig sind. Genau das will der Workshopleiter den Teilnehmern vermitteln. Für diejenigen, die nicht teilgenommen haben, hier nochmal ein kleiner Crashkurs für den Bühnenauftritt. Die Grundidee des Poetry Slams ist es, Texte nicht einfach nur zu lesen. Wer das Publikum zum Mitfiebern einladen will, kann den eigenen Beitrag beispielsweise schreien. Der weiche Gang ist schmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um seine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Flüstern. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannter Stille und hört im Herzen auf zu sein. Oder jaulen. Sein Blick ist vom vorübergehenden Sterbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Auch auswendiges Vortragen kann den Eindruck eines Auftritts positiv verstärken. Ich leiste eine gute Sache, wenn ich dich lache. Menschen, wir sind Homo sapiens. Jetzt sitzen wir also da. Und wir sprechen. Wie das damals war, als uns die Sonnenblumenköpfe noch zugewandt waren. Mia, 25, ist schön. Schon in jungen Jahren wurde sie vom Leben verwöhnt, hatte Bildung, Reichtum, Klasse und einen Vater, der sie hasste, weil sie Brüste anstatt einem Penis hatte. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, der sollte sich den 26. März vormerken. Denn dann ist wieder Poetry Slam Time im Medienatelier.